Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Jawohl, also im letzten Part, das hätte mir eigentlich klar sein müssen, weil, naja, wenn man sie mit Fernkampf-Dingern angreift, dann, ja, so. Ich habe eine neue Taktik ausgedacht, weil ich habe mir überlegt, weil wir haben ja hier eigentlich Scheiße. Okay, Taktik, also doch. Wir haben ja Schlaf, das könnten wir eigentlich auf ihn anwenden. Und dann könnten wir ihn ja eigentlich mal totprügeln, während er schläft. Tschüss. Oh, was bin ich fies. Was war denn? Okay, ein bisschen verbuggt, aber immer noch wirkungsvoll. So, haben wir ihn auf legalen Wege umgehauen, ja? Pech gehabt. Okay, irgendwas haben wir dafür auch wiederbekommen. Nicht nachgesehen, was? Scheiße. Nach Heilung, naja. Naja. Gut, Blutfliegenstachel, ne? Ist leider nicht besser als meine Stahlzunge. Ja, ja, halt die Schnauze und schlaf weiter. So, ich fühle mich glücklich. Ich habe ihn aufs Maul gehauen. Langbogen, 5 Geschicklichkeitspunkte. Scheiße. Aber wir können den Reiterbogen auswählen, das ist schon mal auch sehr schön. Kein Problem. Es gibt kein Problem. Doch, du hast ein Bier. Ich will ein Bier haben. Gib mir dein Bier. Oder Wein, noch viel besser. Na gut, dann gehen wir jetzt endlich ins neue Lager. Endlich. Huiuiui. War auf jeden Fall ganz viel aufregend. Ganz viel aufregend war das, ne? Ja, ich wollte ja eigentlich Pause machen. Mein Gehirn verabschiedet sich schon. Das heißt, verabschiedet sich schon. Ich hatte noch nie eins. Habe ich die Truhe mal geöffnet eigentlich? Ja gut, ich dachte mir so nur wie die Dietrich abgebrochen oder sowas. Aber offenbar nicht. Ja, ich springe, weil ich nur mal springen mag. Es tut mir leid, aber ich habe mich so sehr dran gewöhnt. Oh Mann. Momentan bin ich auch noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich noch nebenbei ein zweites Projekt laufen lassen will, weil, naja, Gothic ist zwar ganz schön, aber noch sowas anderes nebenbei. Gut, man kann natürlich privat spielen, was man will, hast ja recht, aber, ja, weiß ich nicht. Ob ich nebenbei noch ein anderes Projekt anfange, weil irgendwie habe ich auch wieder Angst davor, weil dann kommt wieder ein Projekt gar nicht und das andere kommt dann tausendmal und ich meine, ich kann verstehen, wie sich vielleicht einige Leute fühlen, die irgendwie was gerne bei mir gucken. Ich glaube nicht, dass es solche Leute gibt, aber man weiß ja nie. Ich kann das nachvollziehen, weil ich kenne das auch, wie das ist. Ich weiß ja nicht, ob er kennt, aber das Mirko-LP würde so gerne neue Videos von ihm sehen, aber er produziert auch keine. Ja gut, bei ihm hat es ja andere Gründe als bei mir, aber trotzdem. Es ist trotzdem höchstwahrscheinlich ein ähnliches Gefühl, was die Fans haben, wenn, ne, und so. Braucht man ja, glaube ich, nicht weiter zu erläutern. So. Hallo Homer, der den Damm errichtet hat. Damn. So, hier rechts müssen wir rein. Aber erst später, weil hier kommen wir nur rein gegen eine Gebühr oder wenn wir halt Mitglied sind hier in dem Haufen. Und ja, da wir ja sowieso Mitglied werden wollen, können wir auch gleich mal Mitglied werden und dann keine Gebühr bezahlen. Ne? Baal, schlag mich tot. Hallöchen. Ich darf hier rein, ne? Hallo, Roscoe. So, hier muss ich wieder aufpassen, dass ich nichts klaue. Das wäre wieder ultra doof. Hallo, Laris. Ich habe Diego die Liste übergeben. Ja, gut. Ich habe bereits Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Toros Gardisten schon tot im Wald. Oh. Bringt mir die Rüstung mit. Sie haben den Konvoi schon überfallen, was ist mein... Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geh zu Gorn. Er wird dir etwas geben. Ei, ei. Ich kenne Gorn. Er ist kein Mitglied der Bande. Er ist ein Söldner der Magier. Ja, das ist richtig. War er an der Sache beteiligt? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und hol dir deinen Anteil ab. Uiuiui, Geheimniskrämerei. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Yes! Das will ich meinen. Und ich habe sogar ein Geschenk für dich. Ui! Eine bessere Rüstung. Nicht viel. Aber du hast sie dir verdient. Dankeschön, Laris. Oh, wie schön. Und was soll ich jetzt machen? Du bist jetzt ein Mitglied unserer Bande. Ich glaube, gleich wird's laut. Es steht nach dem Dialog. Zu tun, was du willst. Wenn du dich nützlich machen willst, geh zu Mordrak und unterstütze ihn bei der Sektensache. Okay. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir.
Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Ah, das ist jetzt natürlich wieder verlockend. Holen wir uns noch 5 Dings für die... Nee, ich warte noch ein bisschen, komm. Okay, doch nicht laut, ich dachte jetzt, ne, so, aber ist in Ordnung. Na, Roscoe, ich bin jetzt mit dir. Hallo. Ende. Tja, beste Gespräch ever. Und wir haben jetzt Rüstung, jawohl. Die bietet uns Schutzhafen 30, Schutz vor Fallen 5 und Schutz vor Feuer 15. Schutz vor Magie keine, aber das ist ja auch heute, glaube ich, nicht relevant. Okay. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen... Nein, wir gehen erstmal in die Kneipe. Wir gehen erstmal in die Kneipe. Es regnet. Toll. Finde ich ganz schön, dass es jetzt regnet. Zu meinem besten Tag in dieser Kolonie und es regnet. Nee. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal hier hin. Verticken das Kraut. Dann gehen wir zurück, lernen Akrobatik und toll. Ich bin jetzt einer von euch, ne? Ihr Schweine. Müssen wir mit dem reden? Ich glaube nicht mehr, oder? Du siehst nicht sehr glücklich aus. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Ach, komm, du fauler Sack. Ich sag dir was, du hast ein Problem. Balkagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Viel Glück. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Hey, auf Wohl. Voll, ja, so ein bisschen Reichsstabs. Ja, ist ja voller harte Stafte. Ist das ja. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. 50 Gegenstände. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich geb dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Ich bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wer größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Das ist doch gut. Okay, jetzt können wir das hier, glaube ich, an die... Ich wollte schon wieder mit WSAD laufen. Und die Leute hier noch verticken. Nee, mit dir reden wir gleich. Ich möchte... Können wir nicht einfach irgendwie so einen unwichtigen Typen mal hier haben? Ja, hier geht's hoch. Huch. So, ihr wollt doch bestimmt hier ein bisschen was... Alles klar bei dir? Ja, und bei dir so. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich überspringe das mal, weil das ist ja sowieso immer der gleiche. Größtenteils. Also, da passiert sich irgendwie was. Oh nein, ich will kein Sumpfkraut, ich bin doch kein Kiffer. Hallo. Hi, was geht ab? Willst du etwas? Natürlich willst du ein bisschen Sumpfkraut. Würde ich sagen, verticken wir die ganze Scheiße. So beim Vorbeigehen. Und dann... Ach komm, wir sprechen zuerst mal mit Ziefach. Hallo, Freund. Oder Cypher, was auch immer. Wie sieht's aus? Wir haben Gomez mal wieder ins Essen gespuckt. 3 tote Gardisten und eine ganze Menge Zeug zum Verhökern. Darauf trinke ich. Du bist einer von den Jungs, die ständig das alte Lager überfallen. Nein, nur wenn sich eine lohnende Gelegenheit bietet. Oh. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Valor sagt, du hättest Interesse an etwas Sumpfkraut. Hm. Du willst also handeln? Zieh vor's Haus. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hat... Valor... Hab ich doch eben. Lass uns handeln. Was willst du haben? Was willst du haben? Egal, wir holen uns erstmal das scheiß Erz. Und ich würde auch noch sagen, die Pfeile und die Dietriche. Vielleicht auch den Heiltrank. Mal gucken. So, so, so. Was hast du anzubieten? Valor... Ja. Das ist der Vorteil von rechter Maustaste. Sie bricht auch den Handel ab. Sie erleichtert nicht nur den Handel, sie erschwert den Handel auch ziemlich. So, jetzt die richtige Maustaste loslassen. Hätte er mich zuckung. Ich mach das lieber so. Sehr schön.
Hört sich die Tastatur nicht schön an? Ja. Freut mich. Okay. Wo? Da. Ganz viel Sumpfkraut. Kannst du alles smoken. Oder es auch sein lassen. Theoretisch könnte ich hier noch die Kippen alle verkaufen, aber ich glaube, das verhökere ich einfach so. Oder auch nicht, kaum wem interessiert es denn. So. Einer können wir ja uns behalten, weil die gibt dann XP. So. Okay. Sehr schön. Hallo, Schlürfer. Mit dir wollte ich nicht reden. Dankeschön. Ich wollte mit Mordrach reden. Hallo. Hallo. Ach ja, das ist ja. Hm, ja. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ja, warte. Was soll ich mir denn aussuchen? Mensch. Erz auf jeden Fall. Ja, kann man auch mal mitnehmen. Okay. Kannst du ja noch ein bisschen den Scheiß haben. Ich bin ja voll clean und so. Ich bin auch voll blöd und so. Ich wollte auch einen behalten, verdammt. Nein, nimm die halt einfach, oder? Laris sagt, ich soll dich bei der Sektensache unterstützen. Siehst du? Ich dachte mir, ich müsste mich nicht selbst drum kümmern. Soll ich die Sache ganz allein erledigen? Das schaffst du schon. Hör zu, es geht darum rauszufinden, was an dieser ganzen Beschwörungsklamotte dran ist. Ich weiß, dass die Sektenspinner eine große Anrufung planen. Ich persönlich glaube ja nicht an den Schläfer. Aber eins steht fest. Die Gurus sind mit mächtiger Magie im Bunde. Und es ist besser, wenn wir wissen, was da abgeht. Soweit alles klar? Ja, ja. Sollte schon. Ah, werd sehen, was ich rausfinden kann. Sobald du genau weißt, was sie im Schilde führen, melde dich. Okay. Melde mich. So, was bist du für ein Typi? Interessiert auch keinen mehr. Hallo. Hallo. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Weiß ich nicht. Ja, Entschuldigung, ich sollte mit mir reden. Na, Silas. Hallo. Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Ich das wüsste. Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Ich will aber nicht zahlen. Ich will Erzbrocken und Dietriche trinken. So, was ist das hier alles? Unwichtiges Zeug. Oh, 100 Pfeile. So wie ich ziele, brauche ich die unter Garantie. So. Und was kriegst du Tolles als Bezahlung? Überleg mal, bestimmt kein Herz. Du kriegst meinen Müll. Tschüss. So, dann können wir, glaube ich, noch nach hinten gehen. Ja, stört ihn nicht. Hallo, Jeremias. Nee, Jeremia. Sei gegrüßt. Oh, bin ich. Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier. Junge. Nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Silas, er hat mir eine Flasche Reisschnaps gegeben. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Ist auch wieder wahr. Okay. Darf ich denn auch hier nach oben oder eher nicht so? Ich meine, ich bin jetzt schließlich im neuen Lager und das ist alles nur Diebe und Banditen, ne? Das sieht sehr interessant aus. Wie hast du das hingerichtet, Silas? Du kleiner Physikvergewaltiger. Okay, rechts war schon mal doof, links, scheiße, links, rechts, links, links. Haha. Ja, kann man anbieten. Müsst ihr mittlerweile genug Dietrich haben. Aber man kann nie genug haben. Rechts, rechts, scheiße. Rechts, links, links, rechts, jawohl. Die andere Truhe hat mehr Herz. Hüpf, er braucht schon Leitern. Ja, ich hoffe, fällt niemand auf. Ich tanze auf den Tischen. Kann man dir irgendwie das Erz geben, weil ich meine, du tust mir jetzt schon irgendwie leid. Ja, gut. Ich habe das Kraut verkauft. Auf Erfahrung, siehst du. Meine 200? Hier sind sie.
Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Für dich auch. Ich meine, du hast mir 500 Erfahrungspunkte gegeben. Ich brauche noch, wie viel? Ein bisschen. Na gut. Sollte aber auch kein Problem sein. Aber ich schätze mal, für den Part werde ich es dabei belassen, dass ich dem Typen mir gleich mal auf die Fresse haue. Dann kriege ich nämlich meine eigene Hütte. Ich gehe dann noch zu Gordon, mir meinen Anteil abholen. Und lerne Akrobatik. So, Gordon müsste ja... Genau, da ist er ja. Ach Mann, ich hasse Leute, die mal rauchen. Interessiert da hast du noch mal Glück gehabt. Finde ich auch. Wie kommt es, dass du dich an einem Überfall der Bande beteiligt hast? Wer sagt, dass es so war? Warum hast du sonst so viel von dem Zeug? Denk bloß nicht, dass das alles von einem Fisch zu kommen. Du beteiligst dich regelmäßig an den Überfällen? Wenn es so wäre, könnte ich es dir nicht sagen. Lee sieht sowas nämlich gar nicht gerne. Verstehe. Okay, danke. Bis später. Danke für die Sachen. Ich finde das ein bisschen doof, dass so nicht steht, was ich bekommen habe, weil das kann ich gar nicht einschätzen, was ich bekommen habe. Wahrscheinlich das leichte Gardeschwert. Was erstaunlicherweise besser ist als das leichte Gardeschwert. Nee, das habe ich von den Typen. Ist erstaunlicherweise besser, macht mehr Schaden als das grobe Schwert, aber das grobe Schwert bringt mir Geld. Das macht keinen Sinn. Aber naja, gut. Also keine Ahnung, was ich bekommen habe, aber ich habe es auf jeden Fall bekommen und finde ich schon sehr toll. Okay, Akrobatik war irgendwo da oben. Hey, du bist jetzt einer von uns, Kleiner. Ja, sieht wohl so aus. Ich suche eine bessere Rüstung. Jetzt, wo du einer von uns bist, kann ich dir eine verkaufen. Ja, dann kann ich mir dafür eine bessere holen. Und zwar die schwere Rüstung. Haha. Kannst du mir eine schwere Rüstung verkaufen? Diese Rüstung wird dich vor allen Gefahren schützen. Ich trage sie auch und habe bisher überlebt. Nicht zuletzt dank der Rüstung. Na, siehst du. Sehr gut. Dann kann man sie gleich mal anziehen. Siehst du, dafür ist das Erz ziemlich gut. 10 mehr Schutz vor Waffen und 5 mehr vor Feuer. Hm. Na gut. Hallo. Hi. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Drogen. Ach du Scheiße. Ach ja, stimmt ja. Die Blutfliegen, oh, das ist gut, dann kann ich ein bisschen was von denen lernen. Also vom Buch, nicht von den Blutfliegen. Ich kaufe mit Vorliebe Pfeile. Da nixte sogar. Ich weiß nicht, ich glaube, das ganze Erz zu handeln wäre ein bisschen krass. Mein Hund läuft schon wieder Amok, finde ich ganz schön. Und wir können erstmal den ganzen Müll hier verkaufen. Naja, scheiß drauf. Gehe ich später nochmal zurück ins Lager und hole mir ein bisschen mehr Rohstahl. Okay, erstmal möchte ich Akrobatik lernen. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Zum Beispiel springen zu lernen, oh Mann. Okay, du warst derjenige Welcher, richtig? Genau, bist du. Hi. Ich kann... Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst, dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Ich stimme, das war den Cheat-Modus. Ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern. Viel Glück. Dankeschön. Hui. 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 Wir können jetzt Akrobatik. Hui. Ja, Akrobatik. So werden wir uns jetzt in Zukunft fortbewegen. Hui. 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 Oh Mann, man wird trotzdem abgebremst. Sieht das, wie man da so stecken geblieben. Ach, schade, aber naja, gut. Ach ja, wir müssen ja noch dem Typen aufs Maul hauen. Weil es ist ja schließlich unsere Butze. Okay, ich sollte laufen. Hallo, Schricke. Hallo. Hi. Wie sieht's aus? Verpiss dich! So redet man aber nicht mit mir. Warte. Ich speichere lieber. Langweiliger Kampf. Ja. Aber ich war ja auch nur Schricke. Was willst du von Schricke schon erwarten? Stachelkeule. Ich glaube nicht, dass die besser ist, oder? Stachelkeule. Nee.
nah dran, aber nö. So, dann gucken wir mal, ob wir ihm gleich nochmal sagen können, dass er sich verpissen soll. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ja, ja. Willst du dich nochmal... Schnauze. Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Ja, kommt noch jemand, Süßer. Okay, nicht mehr viel bis zur nächsten Stufe. Hey, du. Was denn? Verzeih dich, raus hier. Die Schnauze. Idiot. Komm wohl immer noch nicht drüber weg. Okay, die ist leer, weil ist ja jetzt meine. Und dann schlafen wir jetzt eine Runde. Und während wir schlafen in unserem neuen schönen Bett, sieht ein bisschen hart aus, verabschiede ich mich schon mal. Und wir sehen uns im nächsten Part von Gothic 1 wieder. Bis dahin, tschüss. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, wenn nicht, ist halt ein älteres Spiel. Ciao.